In diesem Video schauen wir uns folgenden Bausatz aus der Videoreihe Paradidus für Anfänger an, nämlich rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts. Was wir aus dieser Übung für coole Melodien kreieren können, siehst du jetzt in diesem Video. Bevor wir uns die Melodievariante anschauen, schauen wir zuerst mal das Paradidus für Anfänger an. Der sieht nämlich folgendermaßen aus. Rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts, 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 links, rechts. Zuerst tun wir das mal ein bisschen fließend über, es könnte dann so aussehen. Und wenn dann das sitzt, dann können wir mit der ersten Melodievariante anfangen. Bevor wir die Melodie spielen, schauen wir uns die Fingertitel, wie ich es gerne immer nenne, von der ersten Melodievariante an. Die sieht nämlich so aus. Rech, rech, links, rech. Rech, rech, links, rech. Rech, rech, links, rech. Rach, rach, ling, rach. Daumen, Zeigefinger, Zeigefinger, Zeigefinger. Daumen, Zeigefinger, Zeigefinger, Zeigefinger. Wenn man das jetzt ein bisschen schnell und fließend spielt, sieht das so aus. Und wenn dann das sitzt und fliegt, dann kann man die erste Melodievariante mal spielen. Die tönt langsam gespielt, so. Rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts. Ein bisschen schneller spielt, tönt die Variante so. Das wäre dann die erste Melodievariante von dieser Übung. Die zweite Melodievariante sieht das Fingertitel so aus, nämlich Rach, Rach, Ling. Rach, 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 Ling, Rach. Rach, Rach, Ling, Rach. Rach, Rach, Ling, Rach. Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, 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 Daumen, Zeigefinger, Zeigefinger. Wenn man das jetzt ein bisschen schneller und flüssend spielt, sieht das so aus, nämlich. Und wenn denn das ist,
dann kann man die zweite Melodievariante spielen. Die sieht langsam gespielt so aus, nämlich. Schneller spielen, tönt das so. Die zweite Melodievariante. Die dritte Melodievariante wird etwas schwieriger. Da sieht der Fingertitel so aus, nämlich rach, rach, ling. Rach, 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 ling. Rach, 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 ling. Rach, 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 ling, rach. Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, Daumen. Wenn man jetzt ein bisschen schnell und flüssig spielt, dann sieht das so aus. Wenn dann das ist fließen, dann kann man mal die dritte Melodievariante probieren. Die tönt langsam gespielt so. Schneller gespielt, sieht das dann so aus. Das wäre dann die dritte Melodievariante. Die vierte Melodievariante ist die schwierigste von allen vier. Da sieht das Fingertitel nämlich so aus. Rach, rach, ling. Rach, 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 ling. Rach, 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 ling. Rach, 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 ling. Rach.
Daumen, Zeigefinger, Zeigefinger, Daumen. Daumen, Zeigefinger, Zeigefinger, Daumen. Wenn man jetzt das etwas schneller und fließender spielt, sieht das so aus. Und wenn dann das ist, kann man die vierte Melodievariante spielen. Langsam gespielt sieht die so aus. Schneller spielt, tönt das so. Das wäre dann die vierte Melodievariante. Du kannst aus der Übung ganz einfach deine eigenen Variationen kreieren. Für das nimmst du ein leeres Blatt Papier, schreibst eine Tabelle auf, machst erstmal die Kombination von den Händen, die du spielst, und dann deine Fingertitel und dann die Zahlen von den Noten, die du spielst. Und so kannst du ganz einfach deine eigene Meditationsmelodie auf einem Blatt Papier festhalten. Mega schön, was man aus dieser Übung hat können machen. Wenn es etwas unklar ist oder du noch Fragen hast, dann schreib sie es unten in die Kommentare. Im Abspann habe ich dir gerade das nächste Video zu der nächsten Übung verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.